Da und da und da. Ja, genau so. Wobei die Treppen, die ich jetzt hier hinbaue, die reiße ich nachher eh wieder runter. Also die Treppen, die jetzt hier bislang im Haus sind, die sind eigentlich nur provisorisch da, weil die nicht in der Wohnung verlaufen sollen, sondern natürlich außerhalb der Wohnung. Außerhalb der Wohnung? Naja, wenn hier im Haus hast du ja in der Mitte so einen großen offenen Bereich, wo auch dieser Springbrunnen hier steht. Und der Bereich bleibt offen bis oben hin. Und die Treppen sollen dann halt schlussendlich dann auch irgendwo hier hinten hochlaufen oder sowas. Müssen wir mal schauen, wie wir das mit den Treppen dann machen. Sehr schön. Genau. Wunderprächtig. Hier kommt dann auch noch irgendein Boden rein. Müssen wir mal gucken. Soll ich in die Mitte jetzt mal das Glas rundherum setzen oder? Ach, hast du ja zwei Schichten gesetzt? Ja, genau, zwei Schichten, weil ich auf der innersten Schicht habe ich einen Zaun außenrum gebaut, damit man Ah. da nicht runterfällt. Check, check. Wobei wir schon gemerkt haben, wenn du nicht die Treppen laufen willst und zur Abkürzung praktisch hier runterspringen willst, das geht auch. Also Über den praktisch, Zaun meinst du? näher über den Zaun kann man nicht springen, da musst du entweder hier dann einen Block davor setzen oder so. Und dann kann man da runterspringen. Wo bist denn du jetzt? Ach, du jumpst immer runter hier. Wieder runtergesprungen, ja. Aber so ist eigentlich nicht gedacht. Naja. Wir müssen noch ein Schild machen hier. Das Springen von der Balustrade ist verboten oder irgendwie sowas. Sehr wichtig auch, weil immer hier viele Kinder spielen. Ja, genau. Ja. Okay, hier müssen dann noch Wände gezogen werden, aber das Stockwerk an sich steht dann ja schon mal hier unten. Die Frage war eh, die Wände zu machen wie unten, dass man einfach die Steine dran setzt, oder? Ja, das wäre die Frage. Also entweder wir können das individuell machen, also jeder seine Wohnung, wie er will. Dann haben wir halt eine blaue Etage, eine rote Etage, eine gelbe Etage. Was eigentlich auch ganz witzig wäre, wenn lauter verschiedenfarbige Wolle nimmt. Läuft. Wir machen auf jeden Fall die unterste Dings soll einheitlich sein. Also glaube ich, das sieht glaube ich ganz besser aus, wenn zumindest das Erdgeschoss in einer Farbe ist. Und dann oben drüber, ja, man könnte natürlich auch bunte machen. Dazu bräuchte man Dann auch viel brauchen wir auf Wolle. jeden Fall bunt. Da müssen wir noch Schafe züchten. Dann müssten wir mal Schafe züchten. Also, ich brauche ein bisschen Zaun und dann züchte ich mal eine Runde Schafe. Kannst du machen. Guck mal, ob unten noch Zaun ist. Ansonsten kannst du auch den hier wieder abreißen. Oder du machst dir einfach neuen. Ja, ich baue einfach eine Runde, das geht schon. Hauptsache ich ein paar Stickies eben Was dabei. habt ihr hier mitgebracht? Mal gucken hier. Ein bisschen gebrannten Stein. Das reicht aber nimmer. Sandstein, Sandstein. Ach, das packe ich wieder in den Sandstein rein. Das Doofe ist, in der Kiste sieht der Sandstein und der Sand, die sehen fast gleich aus. Nächstes Mal, wenn ich Sand nehmen will, nehme ich mir Sandstein aus der Kiste raus. Und dann wundere ich mich, dass er nicht brennt. Dann packe ich den in die Dings rein und nichts passiert. Ganz mies hier. Was ist denn So, wo habe ich denn Schafe gesehen? Ich habe da Du drüben ein findest Schaf Schafe. gesehen. Ich brauche mindestens zwei, ne? Zum Züchten sind zwei besser, ja. Da kannst du nicht Ach. selbst Hand anlegen. Da macht der Ich Schaf finde nicht es mit, gut. glaube ich. Natürlich würde ich jetzt gerne warten, bis es hell ist, dann lässt sich's besser bauen, aber. Eigentlich, ja. Der Weizen wächst wieder gut. Kann man natürlich irgendwie auch nochmal automatisieren mit dem Wald. Hast du schon mal so mit Redstone so eine Schalterung gebaut, hier zum Beispiel, um so ein automatisches, das mit dem Weizen abernten zu lassen? Habe ich noch nie gebaut. Also mit Redstone habe ich, wenn überhaupt mal, nee, für die Türen brauche ich gar kein Redstone. Was habe ich mal mit Redstone gebaut? Irgendwie so eine Verschiebeeinrichtung, aber das war auch in einem Creative Mode. Das war nicht mal in dem Survival. Also das war jetzt weniger die Kunst. Also mit Redstone weiß ich nur, da kann man Leitungen legen, wenn sie nicht zu lang sind. Ja, Dann genau. funktioniert das recht Ansonsten gut. musst du halt wieder so einen Verstärker reinbauen. Verstärker muss da reinbauen, ja. Ach, jetzt ist er wieder da. Hey. Der Jetzt bin ich Olli wieder wieder da. dabei. Wir haben die Tür offen gelassen. Wo? Keine Ahnung. War ich das Hier etwa? drüben in der kleinen Hütte. Ach so, in der kleinen Hütte, da war ich schon lange nicht mehr. Früher, als ich noch jung war, da war ich in der kleinen Hütte. So. So, ja. Wie lange ist da noch Nacht?
Das nervt immer. Ein bisschen müssen wird noch nachts sein. So, mein Glas. Brauchen wir jetzt gerade gar nicht. Oh doch, wobei, aus dem Glas kann man nochmal ein paar Scheiben bauen. So, 21 Brote gebastelt. Wie viele Scheiben bekommt man eigentlich daraus? 16. Oh, das ist echt gut. Als ich letzte Mal Minecraft gespielt hatte, also vor einem Jahr oder wie lange das schon her ist, da hatte ich mal so gesucht nach einem Programm, was man irgendwie benutzen könnte, um irgendwelche Sachen zu planen und die dann so in Blockweise darstellen zu lassen. Ja. Excel? Nee, meint ihr auch mehr so dreidimensional vielleicht noch und so. Und jetzt habe ich gefunden, auf Minecraft-Wiki, da gibt es Programme und so, die man für Minecraft benutzen kann, unter anderem auch so ein Programm, um zu planen. Okay. Also es gibt es. Also bei mir tut es ja immer der karierte Zeichenblock. Da male ich ja immer meine Dinger drauf. Ja, ich wollte eine Vorlage irgendwie einscannen und die dann praktisch nachbauen. So. Ja. Hm. Ja, natürlich. Also es gibt es. Ich habe mal einen Plan gemacht, um den Berliner Fernsehturm nachzubauen, aber irgendwie konnte ich da nicht hoch genug bauen, sodass er vernünftig aussah. Irgend sowas wollte ich auch mal machen. So, schwimmen wir rüber. Also Sand brauchst du ja noch, sagst du. Sand dürfte nicht drin sein. Ja, ein bisschen vielleicht noch. Irgendwann der Cobblestone geht hier mal aus. Ich glaube, dafür. Ja, wenn nicht, kann ich den Sand gebrauchen, um den Swimmingpool zu bauen. Ja. Weil da muss ich ja auch. Der Sand fällt ja immer runter, ne? Ja. Der bleibt ja nicht haften. Ja, dann kann ich damit nämlich den Rahmen dann sozusagen bauen. Der soll ja neben der Insel und da geht's ja tief runter, also. Das ist ganz gut. Ach ja, im Wasser fällt der Sand ja auch runter, korrekt. Ja. Wir haben uns vorhin gerade überlegt, wie wir die Fassade, also gerade als du weg warst, Olli, haben wir uns überlegt, wie wir die Fassade von dem Haus vielleicht machen könnten. Ob wir die jetzt bis oben hin in einer Farbe durchziehen oder ob wir vielleicht nur das Erdgeschoss aus diesem Stein machen und alle Etagen oben drüber aus bunter Wolle. Also eine blaue Etage, eine rote Etage, gelbe. Gelb, Farben gibt's ja genügend hier. Ich mag diese Mixe nicht so, also mein Ding ist es nicht. Nee. Also, aber müssen wir schauen, ich bin da auch, wenn ihr das so möchtet, ist mir das auch recht. Andi will jetzt hier mal ein paar Schafe organisieren. Hast du schon? Ich bin gerade hier noch am Ausbessern. Ach so. Von den Creeper-Löchern. Was braucht man für die Schafe? Ein Zaun. Nee, da musst Korn. Du Getreide nehmen, ne? Hm? Ja, genau. Ja. Dann lieben sich zwei und dann kommt ein kleines Schaf und das muss eine gewisse Zeit lang überleben und dann ist es auch groß. Mhm. Genau, und dann kannst du Inzest betreiben und. Oh ja, das ist. Wie bei, irgendjemand zu Hause. Was, wie bei irgendjemand zu Hause? Soll das jetzt in sein? England. Richtig. Oder Österreich oder sonst irgendwo. Verdammt, ich habe keine Stickies. Habt ihr Holz mitgebracht, als ihr rübergekommen seid? Ah ja, da. Ein bisschen Baumstämme sollten drüben sein. Ja, ich habe ja was gefunden. Jetzt habe ich nur keinen. Oh Mann. Eisen. Also wenn nicht die Baumstämme da bei uns da drüben, wo die Hütte ist, die sollte man auch wegmachen, weil da sind zu viele Monster, die da immer spawnen. Ich mach weg. Und immer wenn man dann nachts da rauskommt, ja, dann muss man sie erstmal durchkämpfen. Du meinst oder bei der kleinen Hütte, ja? Ja. Ich habe mir jetzt gerade überlegt, der Nächste, der hier rüberkommt, möge mal bitte einfach ein paar Baumsetzlinge mitbringen. Dann setze ich hier vorne dran einfach mal ein paar Hölzer. Ein paar Bäume. Damit man hier zwischendurch, wenn man mal Baum brauchen, jetzt immer rüberschwimmen muss. Mhm. So, Stein. Ja, die Logistik ist sowieso noch nicht ganz ausgereift. Nee, wir könnten das hier auch mal eine Brücke schon mal bauen. Ich habe gesagt, Seerosenblätter müsste man nehmen. Ja, ich meine, wenn du irgendwann dann eine Bahnlinie oder so bauen willst, dann brauchst du irgendwas Vernünftiges. Massives. Ja.
Sandstein. Pass auf, nehmen wir mal den Sandstein. Ja, entweder Holz oder halt. Auf Sandstein kann man Schienen bauen, oder? Denke ich das mal. Schaut eigentlich nicht schlecht aus, dann, ja. Pass auf. Aber verrate mir mal bitte die Technik, wenn du auf einer Lore stehst und willst die ja dann antreiben. Yeah. Ach, das ist auch immer kompliziert. Weil dann haust du ja noch eine andere Lore mit einem Ofen rein und dann kannst du ja eine Kohle reinstecken und dann fährt die ja los. Nur wenn du ja hinten dran stehst, dann fährt die ja weg. Dann schiebt die dich ja nicht an in deiner Lore. Dann musst du schnell sein und einsteigen, bevor sie wegfährt. Ja, das ist immer ein wenig. Nee, du musst einfach Beschleunigungsgleise bauen. Also du kannst ja zu den normalen Gleisen auch noch mit Redstone dann Beschleunigungsgleise bauen. Da brauchst du dann Redstone und Gold. Das sind auch so goldene Schienen.